Modul 1 Einführung. Herzlich willkommen zu unserem MOOC Digitex, eine Fortbildung für digital gestützte Exkursionen. In diesem Kurs lernen Sie, wie man digitale Technologien im Unterricht und an außerschulischen Lernorten lernwirksam und adaptiv einsetzen kann. Als erstes wollen wir uns aber kurz vorstellen und Ihnen einen Überblick über die Module, also die einzelnen Einheiten, aus denen unser MOOC besteht, geben. Mein Name ist Steffen Schaal und ich bin Professor für Biologie und ihre Didaktik an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Mein Name ist Maren Muth und ich bin akademische Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule in Ludwigsburg. Hier im Modul 1 werden wir uns mit digitalitätsbezogenen Kompetenzen beschäftigen, um sicher digitale Technologien in Ihren Unterricht zu integrieren. Dieses Modul handelt von Lernzielen und der jeweiligen Lerngruppe einer Exkursion. Im Modul 2 geht es um Storytelling. Wir beschäftigen uns mit der Frage, wie eine Exkursion einen erzählerischen Charakter erhält und warum sie dies überhaupt erhalten sollte. Im Modul 3 geht es um die Vorbereitung einer Exkursion. Alle Module unterteilen sich immer in einen theoretischen Teil und praktische Anwendungsbeispiele. Somit können Sie zum einen eine große Bandbreite an Anwendungen anhand von Beispielen kennenlernen und auch selbst ausprobieren. Sie erhalten aber auch gleichzeitig die nötigen fachdidaktischen Hinweise, wenn Sie eine Exkursion mit digitalen Anwendungen anreichern wollen. Haben Sie bereits eine Idee, bei welcher Exkursion Sie Ihr neues Wissen anwenden wollen? Fantastisch, denn Sie haben auch die Möglichkeit, Anwendungen parallel zur Fortbildung zu entwickeln und sich mit anderen Fortbildungsteilnehmenden darüber auszutauschen. In Modul 4 werden wir uns mit ausgewählten digitalen Anwendungen vertraut machen und lernen, wie sie im Bildungsbereich für Ihre Exkursion eingesetzt werden können. Dieses Modul 4 wird durch das 5. Modul vervollständigt, das viele Beispiele aufzeigt, wie man mit diesen Anwendungen Exkursionen gestalten kann. Bei der Gestaltung dieser Module haben wir eng mit Lehrkräften kooperiert und die ausgearbeiteten Beispiele sind von Personen aus der Praxis gestaltet und getestet worden. Und im letzten Modul schließlich geht es um die Nachbereitung einer Exkursion. So erhalten Sie beim Bearbeiten der Fortbildung einen Rundumblick, wie digitale Technologien und Exkursionen miteinander verbunden werden können. Mein Name ist Stefanie Hartmann und ich bin auch akademische Mitarbeiterin an der Pädagogischen Hochschule Ludwigsburg. Welche digitalitätsbezogenen Kompetenzen können Sie nun hier erwerben? Hauptsächlich geht es uns um digitale Anwendungen und vor allem deren fachdidaktisch begründeten Mehrwert. Sie erarbeiten, wie man diese Anwendungen für die Exkursionsdidaktik nutzen kann und was man alles rechtlich zu beachten hat. Sie können aber auch mitnehmen, wie man online gemeinsam im Team Ideen entwickelt und diese optimiert. Dazu bieten wir Ihnen unser Forum an, über das Sie sich rege austauschen und vor allem gegenseitig informieren können. Falls Sie die Online-Fortbildung unterbrechen und zu einem anderen Zeitpunkt fortsetzen wollen, ist dies überhaupt kein Problem. iMOOC speichert Ihre Fortschritte und Sie können zu jedem Zeitpunkt zu dieser Fortbildung und Ihrem aktuellen Stand zurückkehren. Ein wesentlicher Bestandteil unseres Kurses sind die ausgearbeiteten Praxisbeispiele, die Worked Example. Hierbei handelt es sich um Schritt für Schritt Anleitungen, die Ihnen dabei helfen, die eigene Idee weiterzuentwickeln. Gleichzeitig unterstützen wir Sie dabei, Ihre eigenen Ideen parallel zu verwirklichen und direkt in Ihrer Praxis zu erproben. Das Forum und der Austausch mit den Kolleginnen sind dafür natürlich auch wiederum eine weitere Unterstützung. Wir sind mit diesem Online-Kurs auch dafür angetreten, Sie mit der zielgerichteten Erweiterung Ihrer eigenen digitalen didaktischen Kompetenz zu begleiten. Dazu zählen auch digitale, sogenannte spielbasierte Elemente, auf die wir im Modul 2 näher eingehen wollen. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel Erfolg und Freude beim Durcharbeiten unserer Impulse, unserer Anregungen im Digitex-Kurs hier auf MOOCs. Ihr Digitex-Team. Bis bald.